Herzlich willkommen. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch grundsätzlich sehr über die Veranstaltung an sich. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr tolle Konferenz für Hamburg. Ich freue mich auch über das Interesse jetzt von euch. Es sind einige da. Ich erzähle grundsätzlich ein bisschen über die letzten 6,5 Jahre, wo ich ein sehr starkes Wachstum miterlebt habe. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich hoffe, ich kann euch da ein paar Sachen mitgeben, von denen ihr auch profitieren könnt. Und da das Ganze ein relativ autobiografischer Vortrag ist, möchte ich mich erstmal vorstellen. Ich habe Medieninformatik studiert, verschiedene berufliche Stationen gehabt, unter anderem auch bei BigPoint. Und nach dieser Stelle bei BigPoint habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Ich habe die Spots on Fire GmbH gegründet. Das war 2008. Wir haben Browser Games gemacht. Und im April 2010 haben wir uns dann mit den Good Game Studios zusammengetan. Und bei den Good Game Studios verantworte ich verschiedene Development-Bereiche: Client Development, Server Development, Web Development, was inzwischen aufgeteilt ist in Frontend und Backend Development, die Systemadministration, so eine bisschen spezielle Abteilung, die technischen Produktmanager. Und insgesamt sind das inzwischen 250 Mitarbeiter. Genau, einmal um das Ganze ein bisschen anschaulich zu machen, wie die letzten 6 bzw. 6,5 Jahre sind es eigentlich so rein vom Headcount bezüglich der Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aussehe. So ist die Kurve. Ich kann mal kurz durchgehen. Das ist das Gründungsteam von Spots on Fire, Dominik und ich, ganz am Anfang. Das ist das Spots on Fire Team 2009. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir 8 Leute. Nächster Zeitpunkt ist schon nach dem Zusammenschluss mit Good Game Studios. Das ist das erste Bild, was wir gemacht haben, auf dem Campus, auf dem wir auch heute noch sind. Und dann kann man sehen, wie das immer weiter gewachsen ist. Genau, ist, glaube ich, ganz anschaulich. Ich freue mich immer über den Kollegen in der Lederhose. Das war am Tag, als wir unser jährliches Oktoberfest gefeiert haben. Und er war schon voll dressed up. So, und das ist das letzte Bild, was wir gemacht haben. Das ist also ein bisschen anschaulich. Die Lektionen sind lose Zeitpunkten zugeordnet auf diesem Zeitstrahl. Aber das könnt ihr gleich sehen. Also, ich fange auch vorne an. Los geht's mit der ersten Lektion, Choose the right partner. Das ist, glaube ich, für mich einfach, wenn ich so zurückblicke, meine persönliche Entwicklung beruflich, waren es 2 ganz wichtige Entscheidungen, viele wichtige, aber 2 ganz, ganz wichtige. Und die erste war, dass ich damals zusammen mit Dominik gegründet habe. Und die zweite war sicherlich der Zusammenschluss mit Good Game Studios. Rückwirkend sieht das irgendwie schlüssig aus. Es war damals nicht ganz so naheliegend. Gerade als ich mich mit dem Gedanken herumgetragen hatte, mich selbstständig zu machen, gab es auch andere Optionen, auch naheliegendere Optionen eigentlich, Leute, die besser connected sind und so weiter. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich damals für die Zusammenarbeit mit Dominik entschieden habe, weil, glaube ich, einfach das Vertrauen, was man braucht, um wirklich ein Startup zu machen, um sich wirklich das alles aufzubürden. Startup ist wirklich sehr viel Arbeit, sehr ungewiss. Das ist so elementar, dass das wirklich die zentrale Eigenschaft ist. Also man muss irgendwie einen gemeinsamen Wertekatalog haben und man muss irgendwie maximales Vertrauen haben. Und das ist eigentlich wichtiger als alles andere. Deshalb ganz grundlegend, choose the right partner. Zweiter Punkt, der auch noch wichtig ist bei der Zusammenstellung, vielleicht für alle, die sich mit dem Gedanken herumtreiben, sich auch mal selbstständig zu machen, oder vielleicht auch gerade in der jungen Startup-Phase sind, das Team sollte, wenn möglich, sehr unterschiedlich ausfallen. Das heißt, unterschiedliche Skills abdecken. Das ist ein Punkt, der auch bei der Spots on Fire-Phase schwer gefallen ist. Wir sind beide Techniker. Und das ist auch der Grund, weshalb dann der Zusammenschluss mit Good Game Studios so fruchtbar war. Zu dem Zeitpunkt waren wir technisch, glaube ich, sehr gut. Good Game Studios war vertriebsmäßig sehr, sehr gut und da haben wir, glaube ich, einfach sehr, sehr gut zusammengepasst. Das ist schwierig, weil man normalerweise natürlich häufig mit Leuten zu tun hat, die irgendwie in einer ähnlichen Richtung, wie man selber unterwegs ist, aber das ist sehr, sehr zentral, wenn man das hinbekommt, dass man da wirklich sehr unterschiedliche Typen im Management hat, auch unterschiedliche Ansichten, dass man halt wirklich kontrovers diskutiert. Genau, der nächste Punkt,
auch in der Spots on Fire-Zeit gelernt, man sollte das Produkt nicht für sich selber machen. Das ist gerade in der Spieleentwicklung ein sehr beliebter Fehler. Ich kann das mal ein bisschen veranschaulichen. Wir haben ein Spiel namens Jump Jupiter entwickelt. Ich bin auch nach wie vor stolz auf das Spiel, auch wenn wir es leider letzte Woche gerade abgestellt haben. Aber ich erzähle ein bisschen was. Das ist Multiplayer Jump'n'Run, der Hammer. Also wir waren hellauf begeistert. Sowas gab es noch gar nicht. Wir haben eine verteilte Physik-Engine entwickelt. Das heißt, dass also wirklich ja, die Physik auf den Clients und auf dem Server synchronisiert ist und dass es sich wirklich gut anspielt, dass es wirklich gut anfühlt. Wir haben uns da bedient bei Ego-Shooter-Algorithmen, Client-Side-Prediction und sowas. Das war technisch wirklich ein sehr, sehr schönes Konstrukt. Vom Gameplay, Teamwork ist notwendig. Es gibt Punkte, die kann man nur erreichen, wenn man zusammenarbeitet. Eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Man hat einen sehr mächtigen Level-Editor für die Spieler, die wirklich halt ihre Fantasie ausleben wollen. Und genau, Zielgruppe jeder. Es ist so ein super Spiel, gar keine Frage. Das gefällt jedem. Spätestens bei dem letzten Punkt könnte man ein bisschen kritisch werden, so, ob das jetzt wirklich komplett zu Ende gedacht ist. Auf der anderen Seite haben sich einige Probleme dabei herausgestellt. Erstmal, wir haben das Keyboard of Death. Das war eine Sache, die war uns zu dem Zeitpunkt auch nicht so bewusst. Aber es geht ja immer sehr viel um Conversion. Man will Leute in das Spiel bekommen. Man möchte, dass sie sich erstmal registrieren, dass sie dann auch aktiv werden. Und das Keyboard of Death heißt so, weil wenn die Leute wirklich das Keyboard benutzen müssen, um weiterzukommen, verliert man erstmal, ich weiß den genauen Prozentwert nicht, aber sagen wir, es ist die Hälfte oder sowas. Das ist frappierend, wie viele Leute zu faul sind, halt die Tastatur zu benutzen, anstatt die Maus. Das heißt, also da schon ein sehr großes Problem. Der Spieleinstieg war sehr komplex. Das haben wir natürlich auch nicht so gesehen, weil wir sehr tief drinstecken in der Materie. Genau, die Grafik hat sehr junge Zielgruppe angesprochen. Das Spiel war relativ schwach monetarisiert und es gab begeisterte Spieler, weil es sowas halt wirklich noch nicht gab. Das ist einmalig, aber insgesamt sind halt viel zu wenig Spieler reingekommen und es war wirtschaftlich insgesamt nicht erfolgreich. Gerade dieser Punkt mit dem Spieleinstieg ist ganz interessant, weil die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass man betriebsblind wird. Wenn man sich sehr, sehr intensiv mit einem Produkt beschäftigt, das kennen, denke ich, die meisten von euch, alle auf jeden Fall, die mit User Interfaces zu tun haben, das ist nicht nur bei der Spieleentwicklung so, sondern bei jeder Software. Man weiß, wie es geht und findet es deshalb auch super intuitiv. Da ist es halt wirklich immer ein Augenöffner, wenn man mal jemanden komplett Unbedarftes ranlässt, also gerne mal jemanden, der vielleicht auch gar nichts mit Software zu tun hat oder mit Spielen. Und da muss man sich zurückhalten, dass man nicht die ganze Zeit erklärt, du musst da, du musst da, du musst da, sondern dass man die Leute wirklich mal machen lässt und das öffnet einem die Augen. Das ist der einfachste Ansatz, um sowas zu lösen. Inzwischen sind wir da ein bisschen professioneller und haben für sowas auch ein Usability-Labor. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist wirklich der Blick aus dem Spionspiegel, so wie man das aus dem Tatort kennt. Die Leute werden informiert, dass da jemand hinter sitzt, aber da kann man halt wirklich mal gucken, wie die Leute sich verhalten, wenn sie ja, das genauso spielen, wie halt ein Spieler, der das Spiel zum ersten Mal sieht, da rangehen würde. Da steckt noch ein bisschen eine andere Sache drin, so eine kleine Nebenlektion, und zwar diese Fähigkeit, sich in den Spieler hineinzuversetzen. Und zwar in den Spieler, der das Spiel zum ersten Mal sieht, ist ja grundsätzlich Empathie. Und Empathie, glaube ich, ist eine extrem wichtige Eigenschaft für Führungskräfte und hilft in sehr, sehr vielen Situationen, auch in Situationen, wo man das gar nicht so denkt. Zum Beispiel auch Vertragsverhandlungen. Es bringt einem auch einen Vorteil, wenn man sich klar macht, okay, wie können wir diesen Vertrag so gestalten, dass die andere Seite auch sich als Gewinner fühlt, dass sie die Partnerschaft als positiv wahrnimmt und ja, dass man am gleichen Strang zieht. Oder auch bei der Führung von Mitarbeitern. Was geht dem Mitarbeiter vor, wenn er, keine Ahnung, Informationen zu dem und dem Zeitpunkt erfährt. Entweder sehr früh oder halt sehr spät, kann positive und negative Effekte haben. Empathie ist einfach, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Eigenschaft für Führungskräfte. Genau, ein weiterer Punkt, don't go all in. Das ist gerade für Startups immer sehr schwierig. Startup ist natürlich erstmal, man geht in Vorleistung. Man hat zu dem Zeitpunkt, wo man loslegt, in der Regel keine Umsätze, sondern man muss darauf spekulieren, dass das, was man investiert, irgendwann wieder rauskommt. Das
liegt in der Natur der Dinge. Wenn man in einer Situation ist, wo man das vermeiden kann, all in zu gehen, sollte man das meiner Meinung nach auch tun. Ich glaube, jedes Startup hat eine Situation gehabt, wo man dann irgendwie, wenn man überhaupt sich Gehälter ausgezahlt hat, darauf verzichtet hat, um halt das noch ein bisschen zu überbrücken. Ich bin sehr froh, dass wir die Lektion auch wirklich in sehr frühen Zeitpunkt gelernt haben, weil wir jetzt halt auch sehr anders damit umgehen können. Ein paar Sachen, die sich daraus ableiten, sind folgende. Risiko streuen, klar, nicht alles auf ein Pferd setzen. Und wenn das nicht klappt, dann hat man eine Katastrophe. Es ist klar, ihr habt euch sehr, sehr gründlich überlegt, ihr habt eine Marktanalyse gemacht und alles Mögliche. Insofern, ihr seid fest davon überzeugt, dass euer Plan funktioniert. Trotzdem sollte man immer mal durchspielen, was ist denn, wenn eigentlich alles schief läuft. So, wenn, keine Ahnung, die drei Produkte, die man in der Pipeline hat, wenn die alle floppen, kann man auch mit dem Gedanken noch ruhig schlafen. Das sollte man auf jeden Fall durchspielen und da halt auch nicht zu riskant rangehen. Genau, das wirtschaftliche Wachstum bestimmt das Personelle. Das ist eine Sache, die kann man sich auch erst zu einem späteren Zeitpunkt leisten. Das ist eigentlich so sehr das Gegenteil zu diesem Venture-Capital-Ansatz. Geld reingepumpt und dann baut man das Team auf und dann hofft man, dass es sich rechnet. Da sind wir inzwischen in der Lage, das anders zu handhaben. Wir wollen auch nur so schnell wachsen, wie unsere Umsätze wachsen. Das ist also da ein relativ konservativer Ansatz. Aber glaube ich, auch in der Verantwortung, die man gegenüber den Mitarbeitern hat, ein sehr wichtiger, richtiger Grundsatz. Fail fast. Auch eine Sache, wo man sagen muss, ist JumpJupiter nicht das beste Beispiel für. Wir haben da uns auch ein sehr, sehr komplexes Produkt überlegt. Wir haben schon versucht, schnell damit an den Markt zu kommen, mit einer sehr, sehr einfachen Version, aber es war halt doch für das Team, was wir hatten, relativ komplex. Also Fail fast ist nicht so gut wie Succeed Fast, aber es ist um Längen besser als Fail Slow. Also wirklich ein Riesenprodukt zu machen und dann am Ende festzustellen, das funktioniert nicht, ist halt einfach wesentlich teurer. Genau, und dann ganz grundsätzlich langfristig denken. Es gibt eine Art von kurzfristigen Zielen, die meiner Meinung nach Sinn machen, und das sind die, die von den langfristigen abgeleitet sind. Also wenn man halt wirklich sagt, wir haben irgendwie 5-Jahresplan, wir wissen, wo wir hinwollen und auf diesem Weg wollen wir Folgendes erreichen. Das macht Sinn. Schwierig wird es immer dann, wenn halt die kurzfristigen Ziele eigentlich komplett im Gegensatz stehen zu dem, was man eigentlich langfristig mit der Firma vorhat. Das ist auch wieder so eine typische Investorensituation, wenn man einen Investor drin hat, der vielleicht auch noch sehr viel Mitspracherecht hat, der will in einem Jahr raus und dann macht man Entscheidungen, dass es in einem Jahr gut aussieht und das ist aber komplett komplementär zu dem, was langfristig für die Firma gut ist. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Da bin ich auch sehr froh, dass wir inzwischen in einer Situation sind, wo wir halt davon unabhängig sind und wirklich die langfristigen Ziele im Blick behalten können. Eine weitere Lektion, Fokus. Genau. Es ist ja eigentlich Konsens, Geschwindigkeit ist wichtig, man möchte Software schnell entwickeln, sie soll gut sein und so weiter. Ist die Frage, wie gewinnt man mehr Geschwindigkeit? Man kann jeden Tag eine Stunde mehr arbeiten. Das funktioniert bis zum gewissen Grad, ist aber schlecht skalierbar und macht auch nicht so viel Spaß. Viel, viel effektiver ist es, wenn man alles Unwichtige nicht mehr tut. Und das ist eigentlich immer erstaunlich viel. Also der Fokusgedanke ganz, ganz zentral. Ein Beispiel, wo das schlecht gelaufen ist bei uns, das ist jetzt schon zur Good Game Studios Zeit. Ich glaube, da waren wir ungefähr 100 Mitarbeiter um den Dreh. Wir hatten 3 erfolgreiche Spiele und dachten, okay, alles klar, super, bis jetzt ist jedes Spiel eigentlich so, wie wir uns gedacht haben. Wenn wir 4 machen, sind wir einfach viel schneller und können auch viel besser skalieren. Wir haben uns damit komplett übernommen. Wir konnten mit 4 Produkten parallel einfach nicht die Qualität liefern. Das war definitiv kein Fokus, sondern das war sehr, sehr breit gestreut. Und von diesen 4 Spielen sind 3 auch inzwischen offline und also die gingen auch relativ schnell offline, leider. Ich glaube, 2 Beispiele, wo wir es, glaube ich, gut gemacht haben. Zum einen sind wir nicht auf Facebook gegangen, als es von jeder Seite hieß, Facebook ist die Zukunft. Wer jetzt nicht auf Facebook ist, der hat den Zug komplett verschlafen. Das war eigentlich ein Zeitpunkt, wo es auch schon total überhitzt war. Also Kundenakquise auf Facebook super teuer. Wir haben das sehr, sehr gründlich überlegt, immer wieder drüber nachgedacht und dann gesagt, wir machen das gar nicht und haben dadurch, glaube ich, unglaublich viel Zeit und Ressourcen gespart, die wir halt in andere Sachen setzen konnten. Zum Beispiel einfach unseren Marktanteil im Browsermarkt
zu vergrößern. Eine andere Sache, vielleicht ein bisschen technischer, die Game-Server können das, was sie können müssen. So, zum Beispiel kann man auf unserem Game-Server ungefähr 25.000 Concurrent User draufbringen. Das ist ein Wert, der reicht aus, um unser Game-Design zu bedienen. Wir machen die Welten eh nicht zu groß, weil eine Highscore macht eigentlich auch nur dann Spaß, wenn man nicht irgendwie auf dem 50.000. Platz ist, sondern irgendwie auch ein bisschen sozusagen die Spitze wittert. Das heißt, also unsere Server müssen nicht mehr. Wir könnten die weiterentwickeln und könnten auch mehr CCUs draufbekommen, das wäre kein Problem. Aber da ist der Grundsatz, don't solve the problems you don't have. Also Fokus, was brauchen wir denn wirklich? Genau, ein weiteres Zitat dazu, kennen vielleicht einige von euch, first things first and second things not at all. Das ist einfach gesagt, ist ein sehr schlauer Spruch, ist sehr, sehr schwer zu beherzigen, aber ab und zu macht es wirklich Sinn, mal ein bisschen einen Schritt zurückzunehmen, zu überlegen, okay, von meinen 40 Stunden, die ich in der Woche arbeite, wofür investiere ich die denn eigentlich? Ist das wirklich das, was uns voranbringt, oder müsste ich eigentlich gucken, dass ich den ganzen unwichtigen Kram schneller erledige und mehr Zeit für das Wesentliche habe? Außerdem ist der Satz natürlich sehr radikal. Die Unterscheidung ist manchmal nicht so einfach, was First und Second ist, aber ein bisschen das zu beherzigen ist nicht schlecht. Ja, für die Aussage muss ich mich vielleicht erst ein bisschen entschuldigen und es ein bisschen zurücknehmen. Ein bisschen allgemein, aber ja, der Großteil, glaube ich, der Sales-Leute sind Top-Typen. Ich kenne auch sehr viele und auch wir haben bei uns ja welche, die machen einen super Job. Das Problem ist, es gibt zwei Softwarefirmen. Beide haben ein Produkt. Das eine Produkt ist schlecht, das andere ist gut. Die Sales-Leute haben den Job, das zu verkaufen und werden im Zweifel das Gleiche behaupten. Das ist eine Lektion, die habe ich leider auf die harte Tour gelernt. Wir hatten ja das Projekt, dass wir unseren Mailversand auslagern wollten, mit verschiedenen Anbietern gesprochen und da sahen ein paar Kandidaten ganz gut aus. Bei dem einen hatten wir so ein paar Bedenken, haben wir alle angesprochen, klappt das mit den parallelen Datenimporten, wie ist die Performance? Wir möchten verschiedene Datenfelder individuell nutzen, weil das sonst nicht ganz zu unserem Ding passt. Können wir das machen? Wie schnell ist die Reaktionszeit von euch? Ist alles kein Problem. Im Gespräch mit ja, den auch schon technisch versierten Sales-Techniker oder Sales-Mann dieses Unternehmens. Kurze Story, es war doch ein Problem, aber es war nicht mehr das Problem dieses Sales-Mitarbeiters und das war ein relativ desaströses Projekt. Da also ganz klar die Lektion gelernt, man muss zum einen natürlich sich Sachen schriftlich zusichern lassen. Da gab es sogar auch Spezifikationen, wo sich dann irgendwie im Laufe des Prozesses die Aussage kam, ja, die ist auch nicht mehr so ganz aktuell. Ist natürlich ungünstig, wenn wir darauf unsere Kaufentscheidung getroffen haben. Zum anderen natürlich testen. Also da wirklich den Maximalfall schon durchspielen und das Vertragswerk auch so gestalten, dass man da halt wirklich von zurücktreten kann, wenn es nicht läuft. Ein anderes Beispiel, auch da muss ich mich entschuldigen, weil es gibt ja sehr viele, ich glaube, Vorträge sogar zu dem Thema Content Delivery Networks. Ich werde unglaublich viel angeschrieben von Leuten, die ich gar nicht kenne, dass sie doch irgendwie auch ein tolles Content Delivery Network haben. Und ich habe noch kein Content Delivery Network getroffen, das nicht das schnellste ist. Also in der Aussage ist es immer top. Ich habe ein paar Sachen mal zusammenkopiert, teilweise aus Mails, teilweise von den Webseiten. Bis zu 70% schneller, großartig. Oder outperform our competitors on performance by 20% und dann auch noch Kostenreduktion 10-25%. Hammer, natürlich sofort unterschreiben. Da auch einfach sagen, vielen Dank für die Info, wir nehmen euch gerne den nächsten Test auf, aber wir testen alles selber. Es ist noch nicht mal damit getan, dass man irgendwie Tests von dritten Firmen, auch sowas wird einem ja häufig angeboten, sich anguckt, weil man auch da halt immer die Testcases so auswählen kann, dass dann doch irgendwie das eigene am besten aussieht. Was wir da machen, ist halt wirklich unsere eigenen Tests fahren. Wir schicken die verschiedenen, in diesem Fall Content Delivery Networks, gegeneinander ins Rennen
und fällen auf dieser Basis unsere Entscheidung. Das gibt dann eine ganz interessante Diskussion, wenn dann argumentiert wird, warum denn unsere Ergebnisse so stark abweichen, weil wir unser Testfall auch nicht ideal und unrealistisch ist, aber da hat man einfach eine ganz gute Entscheidungsgrundlage. Genau, der nächste Punkt, reinvent yourself, ist natürlich gerade mit dem starken Wachstum, das wir haben, extrem wichtig, dass man wirklich ständig sich anguckt und überlegt, ist das eigentlich noch effizient, wie wir arbeiten, oder müssten wir uns eigentlich schon wieder anpassen? Das ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung an die gesamte Firma, weil es auch durchaus anstrengend ist. Aber es ist halt absolut notwendig. Und ich habe da ein, zwei Beispiele mitgebracht. Das ist jetzt so ein Überblick über unseren Spielproduktionsbereich 2010. Also es war relativ kurz nach dem Zusammenschluss von Good Game Studios und Spots on Fire. So ein paar Auffälligkeiten. Wir haben da unten Produkte und da oben Abteilungen. Das heißt, es war wirklich so, dass alle Developer auf einem Haufen saßen und alle Grafiker auf einem Haufen und die dann halt auf Zuruf irgendwelche Sachen erledigt haben. Das war wirklich der Ausgangspunkt. Einer der nächsten Schritte war natürlich, dass wir Produktteams draus gemacht haben, sodass interdisziplinär die Leute halt zusammenarbeiten. Da war einfach die Erkenntnis, und das ist ja auch allgemeiner Konsens, denke ich, dass die Produktkommunikation wichtiger ist als die Abteilungskommunikation. Man muss natürlich schauen, dass trotzdem der Wissensaustausch stattfindet zwischen den verschiedenen Developern zum Beispiel. Aber das war der erste Schritt. Ich gehe nicht ins Detail, aber es hat sich doch sehr schnell geändert. Es musste ständig überdacht werden. Und ja, man sieht zum Beispiel, es ist irgendwie neben dem eigentlichen Games-Bereich noch ein anderer Bereich gewachsen, den wir am Anfang gar nicht hatten. Das ist die ganze Datenanalyse, der Marketingapparat und so weiter. Da hat sich aber eine ganze Menge getan. Wichtig ist, man muss auch gucken, dass man dabei halt immer schlank bleibt. Also das sieht jetzt so aus, als würde es einfach immer komplexer. Die Firma ist ja auch gewachsen. Trotzdem muss man gucken, dass man halt innerhalb dieser Firmenstruktur die Prozesse noch sehr, sehr schlank hat. Und da haben wir auch so eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Am Anfang war es schon sehr stark an Scrum angelehnt. Es ist nach wie vor Scrum, aber doch sehr individuell schon. In allen Projekten haben wir Kanban im Einsatz. Also da gibt es starke Unterschiede. Und man muss einfach ständig gucken, geht es in die richtige Richtung. Und man muss vor allen Dingen firmenweit auch die Bereitschaft haben, Fehler einzugestehen. Manchmal macht man auch Änderungen, die gehen in die falsche Richtung. Da muss man sagen, okay, wir haben es uns anders vorgestellt, wir rudern zurück. Man muss einfach da sehr, sehr objektiv rangehen und gucken, was ist denn das Effizienteste für uns. Ein Beispiel auch aus dem ganzen Themenkomplex Reinvent Yourself sind die Einführung der technischen Produktmanager. Damit haben wir angefangen im Januar 2013 und die Ausgangslage war folgende. Es gibt in der Regel einen Stakeholder, der möchte irgendwie eine Funktionalität in einem Spiel oder in einem Backend oder so haben. Der spricht mit dem Projektmanager, der übernimmt die Planung. Der spricht mit dem Dev-Team, koordiniert das, weiß, wie viele Ressourcen da sind und das Dev-Team würde dann halt auch noch eventuell Feedback geben, von wegen die Idee, die du da hast, die ist technisch einfach schwer umzusetzen, beziehungsweise wir können es anders machen und dann brauchen wir nur halb so lange. Das hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Es gibt verschiedene Probleme dabei. Zum Beispiel kommt dieses technische Feedback eigentlich sehr spät. Also der Stakeholder müsste eigentlich halt früher Feedback bekommen, wie machbar denn seine Vorstellungen sind. Und das System funktioniert dann nicht mehr, wenn sehr viel mehr Parteien da involviert sind. Also zum Beispiel, wenn es mehrere Stakeholder gibt, dafür ist ein Beispiel vielleicht unser Publisher-Backend. Das ist halt das Backend, wo man sich registrieren kann auf unserer Webseite. Wenn man eins unserer Spiele auf die eigene Website nehmen will, dann kann man da sehen, wie viele Leute das gespielt haben, wie viele Leute sich registriert haben, wie viel die bezahlt haben und wie viel ich selber davon abbekomme. Da haben sehr viele Leute ein Interesse dran. Also zum Beispiel natürlich Business Development, die versuchen wollen natürlich unsere Spiele Webseiten sozusagen zu geben. Auf der anderen Seite auch die Buchhaltung, weil da muss das natürlich wirklich stimmen. Die Zahlen, die da stehen, sind die Zahlen, die unsere Partner auch überwiesen bekommen. Das muss stimmen. Und da gibt es noch weitere Stakeholder, die da ein Interesse dran haben. Oder aber der andere Bereich, die Dev-Teams, ist auch nicht irgendwie ein Team, sondern ist auch übergreifend. Ein Beispiel dafür ist vielleicht der Alterscheck in Korea. In Korea ist es so, dass man
sicherstellen muss, dass, ich weiß gar nicht genau, wie die Regeln sind, aber ich glaube, unter 16-Jährige dürfen nach 24 Uhr nicht spielen und nur einen bestimmten Betrag im Monat ausgeben oder so. Und das wird wirklich staatlich kontrolliert. Das heißt also, der Staat bietet da eine Schnittstelle. Die Leute registrieren sich quasi mit ihrer Passport-ID. Man checkt gegen diese Schnittstelle und weiß dann, wie alt die Leute sind und muss dann halt diese Regeln einhalten. Das ist für unsere Verhältnisse relativ unvorstellbar. Aber so läuft es. Und wenn man ein Spiel dort anbieten will, muss man diese Regeln einhalten. So, da sind halt extrem viele Development-Teams involviert. Das muss das Spielteam anpassen, sowohl clientseitig als auch serverseitig. Es muss auf der Homepage gemacht werden. Im Support-Backend, was unser Community-Management nutzt, muss es da neue Funktionen geben. Und das funktioniert einfach in diesem System nicht mehr so gut. Das haben wir erkannt und das folgendermaßen gemacht. Es gibt nach wie vor einen Stakeholder, der möchte irgendwie was umgesetzt bekommen. Der spricht als erstes mit einem technischen Produktmanager. Das ist so eine Schnittstellenfunktion. Das ist ein relativ anspruchsvolles Profil, weil einerseits ein technisches Verständnis da sein muss und auf der anderen Seite halt sehr hohe Kommunikationsfähigkeit gegeben sein muss. Er muss halt auch wirklich übersetzen, was möchte die Person aus der Marketingabteilung wirklich haben in dem Backend, wie sollen wir das umsetzen zum Beispiel. Und die können schon mal so ein bisschen Ping-Pong spielen. Das heißt, auf sehr direktem Wege wird da abgesprochen, was sind denn genau die Anforderungen, wie soll das aussehen. Und außerdem hat der technische Produktmanager noch die Aufgabe, das halt mit den anderen Stakeholdern abzuklären. Das heißt, das ist auch die Person, die so ein bisschen die globale Priorisierung im Blick haben muss. Verschiedene Stakeholder wollen etwas von einem Team. Ist es jetzt wirklich wichtig, dass die Spalte in Rot ist oder sollten wir nicht doch lieber stattdessen einen neuen Payment Service Provider einbauen? Das Ding ist ja, jede Abteilung sieht die eigenen Aufgaben natürlich immer als sehr, sehr wichtig an. Das ist ja auch die Hauptaufgabe. Manchmal muss man halt firmenweit noch mal ein bisschen priorisieren. So, und nachdem das geklärt ist, kommen die Anforderungen in einer viel, viel höheren Qualität halt beim Projektmanagement und beim Team an. Das war eine Einführung, ja, da waren alle happy. Seitdem es die technischen Produktmanager gibt, glaube ich, ein sehr, sehr großer Fortschritt. Ein letzter Punkt zu dem Thema Reinvent Yourself, was mussten wir anpassen? Bei diesem ganzen Wachstum ist sicherlich Kommunikation, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Habe ich auch schon nicht so positiv erlebt und deshalb ist es eine sehr spannende Aufgabe, das jetzt bei Good Game Studios ein bisschen anders zu gestalten. Man muss halt die Balance finden. Klar, wenn man irgendwie zu zehnt in einem Büro sitzt, da weiß jeder alles und es wird einfach über den Schreibtisch besprochen. Irgendwann geht das nicht mehr. Und da muss man einerseits gucken, dass die Leute abgeholt werden, dass sie die Entscheidung nachvollziehen können. Eine ganz große Gefahr ist, dass so dieses, entweder dieses, ja, die da oben machen Entscheidungen und die wissen gar nicht, was wir hier machen. Das heißt, dass die Belegschaft die Managemententscheidung nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist sehr gefährlich. Und das andere, was gefährlich ist, ist, die da hinten haben noch keine Ahnung, was wir machen. Also klassisches Konfliktfeld ist einfach Development und Marketing. Da muss man gucken, dass die Leute einigermaßen verstehen, wie die anderen ticken, was die Motivationen sind und so weiter. Das heißt, da muss man sich überlegen, wie man die Kommunikation tatsächlich organisiert. Also eine Maßnahme, die wir da haben, ist jetzt so ein Good Evening, Good Game heißt das, wo halt dann auch wirklich nochmal Sachen präsentiert werden vor der Belegschaft komplett. Jeder kann kommen und jeder kann auch direkt Fragen stellen ans Management oder an das Produkt. Das ist so eine Maßnahme, um da jedem die Möglichkeit zu geben, wenn ihm irgendwie ja, ihn was beschäftigt, dass er das auch direkt loswerden kann. Es gibt natürlich noch viele andere Wege. Und auf der anderen Seite muss man auch gucken, dass es nicht Information Overkill ist. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es war irgendwie vielleicht so um die 200 Leute, wo wir gesagt haben, wir finden das super, wenn jemand an seinem Geburtstag Kuchen mitbringt, wir schicken es nicht mehr an den Hausverteiler, weil inzwischen jetzt irgendwie bei 1000 Leuten hat jeden Tag 3 Leute Geburtstag. Da ist halt ein bisschen Information Overkill, wenn jeder den Hausverteiler zuspammt. Also das sind Sachen, die muss man sehr bewusst sich überlegen. Genau, nächste Lektion. Das ist eigentlich das Einzige, was ich heute wirklich zur Softwarearchitektur sagen kann. Keep it simple. So, das ist wirklich die eine Regel, die man immer beherzigen sollte. Das Problem ist, man kriegt viele Vorschläge. Man hat ein Problem, man kriegt verschiedene Vorschläge und auch die komplexen funktionieren. Das sind ja gute Leute, die diese Vorschläge machen. Das geht schon, das System. Man muss bloß halt immer überlegen, ist es auch wirklich so verständlich und so einfach, dass jeder neue Mitarbeiter, der reinkommt, das versteht? Fliegt uns das Ding nicht irgendwie in 2 Jahren um die Ohren, wenn wir Anforderungen noch erfüllen müssen, die wir jetzt gar nicht kennen? Deshalb keep it simple.
Genau, für die, die es nicht wissen, keep it simple or stupid, straightforward, dafür steht das. Also erstmal so wenig Schnittstellen wie möglich. Auf alles verzichten, was man nicht braucht. Auch da gibt es immer die Gefahr, super cooles Feature, lass uns das einbauen. Es wird aber gar nicht überlegt, wofür denn eigentlich. Ganz gutes Beispiel dafür, glaube ich, sind unsere Game-Server. Die sind in Java geschrieben und sind extrem pur. Das ist Java. So. Das ist nicht Enterprise, wir haben da auch irgendwie kein Hibernate drin, weil das den Anforderungen wirklich genügt. Die größten Anforderungen beim Game-Server sind die Parallelität von Threads, wenn halt diese 20.000 Spieler gleichzeitig irgendwie Events schicken und die Performance. Und da ist so ein Zwischenlayer, so ein ORM-Layer nicht hilfreich. Das heißt, also da wirklich nur das nehmen, was wir brauchen. Andersrum, wenn es eine passende Lösung gibt, dann muss man sie nicht nochmal selber bauen. Das juckt einen in den Fingern, weil es auch spannende Aufgaben sind. Aber es ist halt nicht besonders effektiv. Dafür vielleicht ein Beispiel, Latency-Based Routing. Also man bietet einen Service an, hat verschiedene Server weltweit auf der Welt verteilt und man möchte, dass halt jeder Spieler, egal wo er sitzt, den am schnellsten Antwortenden nimmt. Das muss nicht immer der sein, der auch am nächsten ist. Es kann aufgrund von irgendwelchen Routing-Probleme im Internet vielleicht mal sein, dass jemand auch auf einen anderen Kontinent geleitet wird. Es soll immer der Schnellste sein. Das kann man sich selber bauen, das ist sehr komplex. Das kann man auch irgendwie einfach nutzen. Also da gibt es Services, wir nutzen da Amazon Web Services für. Das funktioniert gut, das haben wir natürlich auch getestet. Never trust sales. Aber das ist eine Sache, das ist Zeitverschwendung, wenn man da viel Arbeit investiert. Das ist auch nicht unser Kerngeschäft. Genau, ganz wichtig, dass man etwas kann, ist noch kein guter Grund, dass man es auch tut. Man muss sich wirklich überlegen, was ist denn jetzt der Business Value dahinter. Ein paar Beispiele für KISS-Entscheidungen. Game-Server müssen nichts voneinander wissen. Auch da sind wir mal in die Diskussion gekommen. Der Kontext war, dass wir für ein Spiel sehr viele verschiedene Game-Server haben und manchmal auch für eine Sprachwelt mehrere. Da gibt es halt irgendwie Deutschland 1, Deutschland 2, Deutschland 3 oder sowas. Die sollen sich natürlich irgendwie vernünftig austachieren, dass die User auf die richtige Welt geschoben werden. Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und manche haben halt auch vorgesehen, dass die Game-Server sich miteinander austauschen. Das haben wir grundsätzlich abgelehnt, weil das einfach eine Komplexität ist, die uns irgendwann um die Ohren fliegt. Aktuell weiß ein Game-Server nicht, wie viele Game-Server es noch gibt für das gleiche Spiel. Das ist ein Grundsatz, den behalten wir bei und damit fahren wir, glaube ich, auch sehr gut. Genau, ein anderes Beispiel ist Überladung von Events. Das ist auch immer sehr schwierig. Wir sind sehr Datenanalyse getrieben, entwickeln dementsprechend viele Tracking-Events. Da ist die Verlockung groß, mal so ein Event zu überladen. Manchmal ist es aufwendiger, halt wirklich eine neue ID dann festzulegen und sonst was. Einfach, ich weiß ja, wie es geht. Ich nutze diesen Parameter noch dafür. Das funktioniert wiederum für den einen Fall, für den einen Developer. Aber man kriegt eine Komplexität dadurch rein. Es wird komplett undurchsichtig. Weitere Mitarbeiter können damit nichts anfangen. Das sollte man nicht tun. So, Moment. Genau, wichtig, auch im Zuge des Wachstums, man sollte sich immer bewusst machen, was ist denn eigentlich die eigene Aufgabe? Da gibt es verschiedene Sachen, die es sein können. Ihr könnt das lesen, ist meine Aufgabe eigentlich gerade kurz zu schreiben, muss mich um die Architektur kümmern, Prozesse optimieren, Verantwortlichkeiten definieren, Mitarbeiter entwickeln, Ziele vorgeben, Strategien entwickeln. Bei mir hat sich dieses Aufgabenprofil sehr stark im Laufe der Zeit von oben nach unten entwickelt und es hilft auch nicht, wenn ich jetzt wieder meine, beim Code einsteigen zu müssen. Wir haben Leute, die sind spezialisiert, ich gehe davon aus, dass sie das wesentlich besser machen als ich und das ist so ein Micromanagement, was auch halt häufig sehr, sehr negativ wahrgenommen wird. Sondern ich finde meine Aufgaben im unteren Bereich inzwischen und diesen Wandel nachzuvollziehen ist halt ja, das muss man sich hier sehr bewusst machen. Also auf einmal kommt man eventuell in eine Führungsposition, vielleicht erstmal Teamlead oder sowas. Da muss man sich halt drauf umstellen. Das fällt manchmal schwer. Deshalb einfach mal wieder einen Schritt zurückgehen und überlegen, was ist denn eigentlich meine Aufgabe?
Fokus. Genau. Nächste Lektion, alles messen. Alles messen ist ein bisschen übertrieben, aber wirklich sehr, sehr viel messen. Und vor allen Dingen in dem Fall, wo man Entscheidungen trifft, sollte man nicht glauben, dass es so ist, sondern man sollte es wirklich gemessen haben. Dafür gibt es auch ein paar Beispiele. Wie gesagt, wir arbeiten sehr viel mit Big Data, mit Analyse, mit Tracking-Events. Und das ist jetzt ein Beispiel aus dem Tutorial von Empire, wo halt ganz genau geguckt wird, wie viele Leute abspringen, bei welchem Schritt des Tutorials. Also sehr, sehr feingranular. Und das ist jetzt eine Auswertung vom 18. Februar 2014. Da haben wir offensichtlich ein Problem, ein Drop von 7,8%, was immerhin 8.500 Spielern entspricht zu dem Zeitpunkt auf der Welt. Genau, das wurde dann identifiziert, angepasst und dann hat man das halt reduzieren können auf 1,9% und deutlich weniger Spieler verloren. Ein zweites Beispiel, ein bisschen konkreter, ist auch aus dem Tutorial, weil es immer sehr anschaulich ist. Unser letztes, aktuellstes Spiel, Shadow Kings, gibt es diese eine Aufgabe im Tutorial. Ist wirklich einfach. Man muss diesen Schieberegler von links nach rechts schieben, um Kämpfer zu rekrutieren und dann noch unten den Recruit-Button drücken. Daran sind aber trotzdem 5,4% gescheitert. Das hat uns extrem gewundert, weil im Usability-Labor haben 100% der Testpersonen das geschafft. Die QA hat nichts zu beanstanden gehabt. Im Logfile war nichts Auffälliges. Das heißt, das war eine Sache, da konnte man nichts Auffälliges irgendwie beobachten. Das war nur letztendlich mit diesem Big-Data-Ansatz zu identifizieren, indem man halt wirklich guckt, okay, es ist dieser Schritt erstmal, also die Info hätten wir sonst gar nicht gehabt, es ist dieser Schritt, wo das große Problem existiert. Und wenn man dann ganz genau nachbohrt, hat man herausgefunden, okay, es ist eine relativ kleine Touch-Area, das heißt, alle Menschen mit Wurstfingern wurden ausgeschlossen und haben frustriert das Spiel geschlossen. Lösung ist naheliegend, wir machen dieses Touch-Panel ein bisschen größer und das hat diesen Effekt gehabt. Also da, ja, wie gesagt, wir wären nicht drauf gekommen, wenn wir nicht so feingranular unsere Tracking-Daten erhoben hätten. Anderes Beispiel, Landingpages. Vielleicht kurze Intro zu den Landingpages. Landingpages sind halt die Seiten, wo man erstmal User draufschickt, in der Regel durch Marketingbudget, ob das jetzt Fernsehwerbung ist oder Marketingbanner oder so weiter. Und da geht es natürlich darum, diese Spieler oder diese potenziellen Spieler zu überzeugen, sich zu registrieren. Da fahren wir sehr, sehr viel Aufwand, dass die sehr performant laufen, dass die schnell ausgeliefert werden und zwar weltweit. Genau. Ist schon sehr viel Arbeit reingeflossen. Der ganze Content kommt auch aus Content Delivery Networks. Das heißt also, ein Spieler in Australien kriegt die Dateien dann auch aus Australien. Alles super. Trotzdem waren die Zeiten aus Australien irgendwie schlecht. Und zwar vor allen Dingen bei den TV-Landingpages. Nun haben die TV-Landingpage eine Besonderheit. Es geht halt darum, eine URL im Fernsehspot einzublenden, die man sich sehr gut merken kann. Und dann hat sich da herausgestellt, okay, wir haben diese URL irgendwie mal registriert, das war jetzt in dem Fall goodgame.com.au für Australien und haben die aber auch nie beim Registrar, vom Registrar umgezogen. Das heißt, im schlechtesten Fall wurde dann wirklich noch beim Registrar in den USA nachgefragt, da kam die Info zurück. Dann gab es einen Redirect auf unserem Rechenzentrum in Europa, natürlich ziemlich verheerend, der auch jedes Mal stattfindet. Und dann kam die Info zurück und der Rest kam aus der Cloud. So. Da fehlt halt einfach das Bewusstsein, dass diese TV-Landing-Pages natürlich komplett anders funktionieren. Also dass diese einfache Weiterleitung, die irgendwie mal beschlossen und eingerichtet wurde, überhaupt nicht von unseren Performance-Optimierungen bedacht wurde. Das ist das erste Problem, das ist das zweite Problem. Und lösen konnte man das, indem man halt diese ganzen Services auch schon in die Cloud zieht. Genau, das ist jetzt platzmäßig nicht ganz so anschaulich, aber letztendlich findet das alles in Australien statt. Das heißt also einfach wesentlich schneller. Genau, die 10. Lektion und die wichtigste. Das ist jetzt auch wirklich keinem Zeitpunkt mehr zuzuordnen, sondern ein Unternehmen steht halt damit, steht und fällt damit, dass die richtigen Leute an den richtigen Positionen sitzen. Wir machen aus dem Grund auch einen relativ harten Auswahlprozess.
Das heißt, von 100 Leuten nehmen wir im Schnitt 1,7. Aktuell wachsen wir dadurch trotzdem recht stark, weil wir in der Größenordnung 5.000 bis, ich glaube, wir hatten auch mal den Wert von 6.000 Bewerbern pro Monat geknackt haben. Aber diese Auswahl ist schon sehr, sehr wichtig. Und ein paar Grundregeln dazu, das sind sehr allgemeine Sachen. Fähigkeiten sind wertvoller als Erfahrung, unserer Meinung. Also ein Tabusatz ist bei uns, das haben wir immer so gemacht. Ich bin seit 20 Jahren in der Branche und wir haben es immer so gemacht. Das ist kein Argument. So, da muss man schon gucken, ist es denn aktuell immer noch so, haben sich die Zeiten geändert, und im Zweifel auch wieder gucken, können wir das zahlenmäßig irgendwie belegen. Data beats opinion, auch so ein ganz populärer Satz, von Google geprägt vor allen Dingen. Genau, die Person muss zur Firmenphilosophie passen. Das ist jetzt natürlich sehr davon abhängig, wie die Firmenphilosophie ist. Ja, wir haben Situationen gehabt, wo Leute, die halt fachlich gut waren, aber einfach nicht zu uns gepasst haben. Also bei uns sind das Dinge wie Kommunikation auf Augenhöhe, wenig Statusdenken, also nicht wiederum, ich bin Senior, du bist Junior, deshalb sage ich jetzt, wie es geht, sondern da halt einfach ein Austausch auf Augenhöhe, solche Punkte, sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ein ganz schwieriger Punkt, man muss in der Lage sein, Leute einzustellen, die mindestens in Teilbereichen besser sind als man selber. Das ist unglaublich schwer. Man hört dann auch häufig Argumente wie, ja, der ist überqualifiziert für diese Position oder sowas. Manchmal ist da vielleicht auch Angst im Spiel. Die wirklich, wirklich guten Leute, die haben keine Angst. Die wissen, was sie können, die wissen, was sie nicht können. Und die stellen auch Leute ein, die in Teilbereichen besser sind. Diesen Spruch habe ich in der Recherche gelesen, hat wohl Steve Jobs geprägt. A-Player hire A-Player und B-Player hire C-Player. Also eine ganz wichtige Eigenschaft, auch eine wirklich sehr schwere Eigenschaft, Leute einzustellen, die halt in Teilbereichen besser sind als man selber. Genau, man muss Top-Kandidaten, glaube ich, das richtige Umfeld geben, ganz wichtig. Die müssen auch den Freiraum haben. Da kommt auch wieder das Thema Vertrauen rein. Ja, gerade die High Potentials, die brauchen halt den Raum und den Gestaltungsspielraum, um ihre Fähigkeiten auch auszuspielen, und den muss man ihnen auch geben. Und dann noch eine Sache, das geht jetzt nicht um das Hiring, sondern eher um den Punkt danach. Das habe ich jetzt hier noch reingenommen, weil das auch sehr häufig zu beobachten ist. Leute, die jung in Führungspositionen sind, die vielleicht auch aus dem Team heraus auf eine Führungsposition gekommen sind, die neigen dazu, extrem freundlich zu sein beim Feedback. Das ist naheliegend, das ist auch menschlich. Man ja, ist ja auch irgendwie, sagt lieber was Nettes als was Kritisches, aber das ist langfristig halt auch dem Mitarbeiter über nicht unbedingt das Beste. Genau, da geht es einfach darum, wirklich, es ist viel wichtiger, dass der Mitarbeiter weiß, wo er steht, wie die Entwicklung weitergeht und dass man halt Probleme sehr offen anspricht. Und das ist eine Falle, glaube ich, in die häufig junge Führungskräfte reintappen. Ah, genau. Es gibt eine extra Bonus-Lesson heute, noch die 11. sozusagen. Dieses ganze Wachstum haben wir natürlich extrem kontrovers auch diskutiert. Wollen wir so schnell wachsen? Müssen wir uns mehr Zeit lassen oder sowas? Und das ist auch wieder ein Punkt, wo es unterschiedliche Meinungen gibt. Ich bin selber tatsächlich auch eher ein bisschen konservativ, aber ich stelle jetzt fest, es ist schon echt cool. Ich glaube, es hat sich gelohnt aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, nur weil wir dieses Wachstum haben, haben wir wirklich sehr, sehr viele Sachen erreicht, die wir sonst nicht hätten erreichen können. Es fühlt sich manchmal langsam an, weil natürlich die Prozesse angepasst werden müssen, aber mit ein bisschen Abstand sieht man auch wieder, wir haben ein Tempo, vor dem konnten wir vor ein, zwei Jahren nur träumen. Es ist wesentlich schneller. Wir haben einen Spezialisierungsgrad, der ist viel, viel höher. Wir haben wirklich Leute, die machen die 3D-Trailer. Wir haben Leute, die machen abgefahrene mathematische Modelle, die auch letztendlich halt wieder natürlich zusammen dem ganzen Produkt unglaublich viel Power geben. Und ich glaube, am allerwichtigsten, aufgrund dieses Wachstums haben wir auch unglaublich viele unheimlich interessante Leute im Team. Und das ist das, was mir sehr viel Spaß macht. Zum einen, glaube ich, gibt es manche Leute, die halt sehr viel Erfahrung haben, die auch in großen Unternehmen schon gearbeitet haben, die sich nicht vorstellen können, wieder in einer ganz kleinen Umgebung zu arbeiten, sollte mit sehr viel Erfahrung kann man dadurch reinkriegen, und auf der anderen Seite halt diese Spezialisten. Durch die vielen Personen, die wir haben, können wir uns sehr stark spezialisieren und dementsprechend halt wirklich auch Experten auf ihrem absoluten Fachgebiet einstellen. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, das ist wirklich cool, wie es gerade läuft, und es macht unheimlich viel Spaß. Genau, das war mein Vortrag.
Ja, zeitlich hat das hingehauen. Haben wir noch Zeit für ein paar Fragen? Super. Gibt es Fragen zu irgendeinem Punkt? Halt. Hier kommt das Mikro. Vielen Dank. Eine Frage habe ich. Was war für dich der ausschlaggebendste Punkt, dich selbstständig zu machen? Ich glaube, zum einen war das bei mir so eine Jetzt-oder-Nie-Entscheidung, weil ich wusste immer, Familie wird sehr wichtig für mich sein und ich habe auch damals schon so klar gesehen, dass irgendwie ein Startup mit einer Familie ganz schwer zu vereinen ist. Das hat sich auch bestätigt. In dieser sehr intensiven Spots-on-Fire-Phase hätte das keinen Sinn gehabt, weil ich meine Kinder niemals gesehen hätte. Und was mich sehr gereizt hat, ist halt einfach diese unglaubliche Verbreitung des Horizonts. Also ich finde die Technik spannend, nach wie vor. Das ist auch das, womit ich mich gerne beschäftige. Aber durch die Selbstständigkeit hat man halt auf einmal diese Vielfalt von Aufgaben. Man muss sich überlegen, marketingmäßig, was ist denn mit dem Produkt? Ja, ich muss auch die Buchhaltung machen, das war jetzt nicht so toll. Aber trotzdem, der Horizont wird natürlich extrem erweitert. Und das war für mich eine große Motivation, einfach ein bisschen mal das Big Picture sozusagen zu sehen. Hallo. Hallo. Eine Frage, und zwar, wenn man so viele Leute in so kurzer Zeit einstellt, wie wird denn da sichergestellt, dass man jeden Mitarbeiter auch korrekt einarbeitet? Weil ich weiß selber, wie es ist, wenn man neu in der Firma ist, dass es schon eine Zeit dauert, bis man wirklich in den ganzen Projekten drin ist. Ja. Und wie ist das bei euch sichergestellt worden, dass das halt noch weiterhin gegeben ist, wenn man so viele Leute einstellt? Genau, auch total wichtiger Punkt, auch passt genau in dieses Reinvent Yourself, können wir das aktuell noch leisten, ist es sinnvoll, wie wir es machen? Wir haben da verschiedene Maßnahmen. Wir haben zum einen so ein Buddy-Prinzip, das heißt, jemand kriegt wirklich einen ganz klaren Ansprechpartner zugeteilt, so der beantwortet dir alle naheliegenden Fragen. Wir haben ein Onboarding-Team, das kümmert sich um nichts anderes als Leute halt irgendwie bei uns ins Team zu bringen, unterstützt auch sehr viel ausländische Mitarbeiter dabei, Wohnung finden, Behördengänge und sowas. Und wir haben inzwischen, glaube ich, einen ziemlich guten Workshop-Baukasten, wo die Leute halt vermittelt bekommen, was wichtig ist. Also gerade für die Techniker habe ich das mal entworfen, inzwischen mache ich das nicht mehr selber, dass die aber halt eine Einführung bekommen in unsere ganze Infrastruktur. Dann gibt es eine kleine Einführung bezüglich der Benutzung unserer Tools. Und das sind so verschiedene Bausteine, die wir da gesetzt haben. Ich glaube, es funktioniert aktuell ganz gut. Also zumindest das Feedback ist positiv von neuen Leuten. Sie fühlen sich sehr gut abgeholt. Aber das ist ein Punkt, auf den man sehr achten muss, auf jeden Fall. Wie habt ihr denn sichergestellt, dass die Firmenkultur gut bleibt über die Jahre mit dem großen Wachstum? Ja, das ist auch zentral, die Leute müssen passen. So. Da muss man schon gucken, dass die Leute wirklich zur Firmenkultur passen. Man formt die natürlich noch ein bisschen und lebt es vor. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel haben wir einige größere Büros und es ist auch nicht so, dass das Management jetzt irgendwie in Einzelbüros sitzt oder sowas. Die teilen sich auch irgendwie ihre Büros. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel Vorleben. Auch diese Kommunikation auf Augenhöhe, das ist auch eine Sache, die man vorleben muss. Und wir versuchen natürlich jetzt, wo wir als Management nicht mehr Einfluss auf jeden Mitarbeiter haben, das so gut wie möglich weiterzugeben an unsere Direct Reports und haben da auch ein sehr großes Vertrauen, weil wir da eine sehr große Offenheit haben mit unseren Direct Reports, dass die das auch so weitergeben. Genau. Aber auch ein wichtiger Punkt, und das ist auch tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich gerade wieder intensiv beschäftige, haben wirklich auch viele Leute, die inzwischen halt schon ein bisschen weiter weg sind vom Management, die Firmenphilosophie verstanden, muss man das eventuell nochmal anders fassen. Wie geht ihr mit dem Thema Prozesse im Unternehmen um? Das ist ja auch ein Riesenthema, wenn man quasi von sehr klein auf sehr groß wächst. Ja, auf jeden Fall. Also das ist diese Übersicht, die ich da gezeigt hatte bei dem Punkt Improve Yourself, das ist alles aus dem Projektmanagement entstanden. Die haben das aufgearbeitet und die haben halt das im Laufe der Zeit immer erarbeitet und daraus ihre Prozesse abgeleitet. Also genau, Prozesse ist genau das, wo wir uns wirklich im Halbjahrestakt, wenn nicht im Vierteljahrestakt neu erfinden müssen. Beziehungsweise
eigentlich ist es wahrscheinlich immer so bei einer Verdopplung des Teams, also von 10 auf 20, 20 auf 40, 40 auf 80 und so weiter, dass man da die Prozesse wieder anpassen muss. Darum geht genau dieser Punkt. Ständig überlegen, wie es am schlausten ist. Und dann anpassen und dann gucken, ist es besser oder ist es schlechter. Und dann je nachdem wieder zurückrudern oder halt weiter in die Richtung gehen. Alles klar, vielen Dank. Weitere Fragen könnt ihr gerne in der Pause an Stefan Klemm stellen. Genau, ja, ich bin jetzt hier, ich bin auch heute den ganzen Tag hier, also kommt einfach gerne auf mich zu. Vielen Dank. Alles klar.